Ein herzliches Willkommen zu Papers, Please. Wir bitten euch auszuweisen. Beziehungsweise nicht, wir wollen euch nicht ausweisen, sondern wir bitten euch, euch auszuweisen. Ein ganz besonderes Spiel, das ich in meiner Spielereihe Let's Intro vorstellen möchte. Denn es ist ein Spiel mit einem gewissen Lern- und Erziehungsfaktor, wenn man das vielleicht so erklären möchte. Es ist sehr einfach gestaltet, es ist auch ein Ein-Mann-Projekt. In dem Sinne ist hier Independence-Entwickler dahinter. Die Zeit, die beleuchtet wird, ist schon lange her. Eventuell seid ihr da noch gar nicht geboren gewesen. Doch wir schauen uns mal an. Congratulations! Uns wird zuerst mal gratuliert. Wir befinden uns in einem Fantasieland im Warschauer Pakt und haben einen Job bekommen. Was auch nicht so selbstverständlich ist. Und zwar sind wir bei der Grenzpolizei oder bei der Grenzbehörde angestellt worden. Unsere Familie und wir ziehen in ein neues Gebäude, das leider nicht so hohen Standard besitzt. Das werdet ihr noch sehen. Glory to Astoska. Das ist das Reich, das wir verteidigen, oder das Land. Wir bekommen auch jeden Tag eine Zeitungsmitteilung, die uns ein bisschen die Geschichte näher bringt und uns auch Details liefert. Hier geht es darum, dass der Checkpoint nach langer, langer Zeit endlich eröffnet ist, und zwar nach 6 langen Jahren. Und natürlich hier die Angst schon besteht vor den möglichen Grenzgänger, die Kriminalität, die Angst vor dem Fremden, wir kennen ja das. Natürlich ist es schön, dass Familien jetzt wieder zueinander finden können, die davor getrennt waren. Wir sind die kleine Person hier, und das ist unser Heim. All die Herren hier. Und Damen, natürlich, Entschuldigung, zuerst die Damen, all die Damen und Herren hier, warten darauf, hier über die Grenze zu können. Wir bekommen jeden Tag so ein kleines Schreiben, das uns erklärt, was wir eigentlich zu tun haben im Moment. In diesem Fall werden zuerst einmal Begrüßungsworte an uns gerichtet. Wir müssen jedes Visa, also jeden Pass, müssen wir abstempeln und die Dokumente zurückgeben. Am Anfang können nur 8 dort scannen. Citizens, also Bewohner von Astorzkan, über die Grenze. Alle anderen müssen wir leider ablehnen. Dann wird erklärt, wie wir überhaupt einen Pass anzuhaben haben. Ist das korrekt? Ich nehme es mal an. Dann wird unser Posten erklärt, wie der funktioniert. Wichtig ist, sind die verschiedenen Utensilien hier. Hier unten haben wir das Datum, das aktuelle. Ihr seht, wir befinden uns im Jahr 1982. Das ist also schon ein Weilchen her. Hier können wir uns mit unseren Grundregeln vertraut machen. Das ist hier. Ihr bekommt hier jeden Tag nochmal aufgelistet, was denn heute gelten würde. Die Regeln ändern sich täglich. Je nach Entwicklung politischer kann sich da sehr viel tun. Die Länderkarte, wenn wir es anklicken, sehen wir auch, wie der Pass aussieht, aus welchen Städten er erstellt werden darf und welche Distrikte es geben würde. Dann die verschiedenen Stempel, die im Moment in Arbeit wären. Und so arbeiten wir uns durch. Am Ende geht es darum, hier diesen Stempel denied oder eben approved zu benutzen. Jetzt schauen wir das Ganze mal an. Wir erinnern uns, am Anfang hieß es ganz klar, sie brauchen ein Passport und Astorzkan. Dann machen wir kurzen Gegenvergleich. Okay, das ist halt okay, das sieht alles sehr schön aus. Wir sind ein bisschen im Stress. Das glaubt man gar nicht. Ihr werdet es noch sehen, warum. Jetzt geht es darum, hier möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit abzufertigen und trotzdem eine gewisse Kontrolle zu haben. Den muss ich gar nicht anschauen, den kann ich gleich ablehnen. Denn heute, tut mir leid, obwohl du gewartet hast, gibt es leider nur jemanden.
Nur die Bewohner unseres eigenen kleinen Reiches dürfen über die Grenze. Also, ach, sie hat 8 Stunden gewartet. Es war es leider nicht wert. Ich kann es nicht ändern. Wir verärgern natürlich unsere Kundschaft, unsere mögliche, die Grenzgänger. Aber ich kann es nicht ändern. Auch dich leider muss ich wieder zurückschicken. Wir sind gnadenlos, wir brauchen das. Wir können uns keine Fehltritte erlauben. Da kommt schon der Erste und reklamiert darüber. Kostet uns natürlich alles Zeit. Wir haben bis 6 Uhr abends Zeit, die abzufertigen. Nach 6 Uhr abends ist die Arbeit beendet und ich verdiene auch nichts mehr daran. Ich verdiene Geld mit jedem, den ich abfertige. Im Moment habe ich 6 Stück abgefertigt. Du siehst gut aus. Jawohl. Ich glaube dir das. Es reicht vielleicht noch für einen. Ja, das wird knapp. Das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Schade. Ach, ich lache mir auch noch rüber. Siehst vertrauensselig aus. Und so ist der erste Arbeitstag vorbei. Wir sehen auch, das ist unsere Familie, unsere Schwiegermutter, der Onkel, unsere eigene Frau, der Sohn. Dann sind wir mit $30 angereist, haben heute $35 verdient, durch das wir 7 Leute abgefertigt haben. Die Miete kostet aber $20, Food kostet $20 und Heizungskosten gibt es 10. Also ich bin von meinen $30 jetzt schon auf minus 15 gefallen. Das heißt, ich habe jetzt nur noch $15 in Reserve. Muss dementsprechend natürlich schauen, das möglichst schnell abzufertigen, damit es wirklich immer ein gleiches Gewicht bleibt zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Und natürlich, die Zeitungsmeldungen schlagen sich auch schon nieder. Wir sind anscheinend zu Larifari. Also die... Nee, Quatsch. Gleich das Gegenteil. Wir sind nicht Larifari, sondern wir sind zu strikt. Doch... Das ist natürlich wegen der Wirtschaft. Die Wirtschaft öffnet sich auch und dementsprechend brauchen wir mehr Gastarbeiter. Jetzt haben sich auch die Regeln schon geändert. Heute sind es so, dass Ausländer mit einem gültigen Pass durch dürfen. Wir sollen alle Informationen natürlich immer sorgfältig prüfen. Wir haben jetzt hier unten Inspect Mode, in dem wir Auffälligkeiten markieren können. Wir können ja die Leute zwar auch einfach so abweisen, aber wir sollten schon eine Begründung liefern. Das heißt, wir nehmen das wieder hier, damit wir das haben. Wir könnten auch das schon griffbereit irgendwo hinlegen. Das heißt, den könnten wir eigentlich zurücklegen. Das reicht uns so. Denn wir können uns am Anfang installieren, ohne dass wir irgendwie die Zeit schon ausgelöst haben. Wir sind 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, 12 Stunden Tag, gnadenlos. Und wir legen los. Was haben wir denn hier? Dich sehen, das sieht soweit gut aus. Was, United Federations? Gibt's das Land? Ja, das gibt's, okay. Dann viel Erfolg und vielen Dank. Ihr merkt vielleicht auch schon, dieses Spiel ist sehr sachlich nüchtern. Auf den ersten Blick. Und ich glaube, ich habe das Ablaufdatum übersehen. Ja, bewusst gemacht. Ihr seht, jetzt habe ich einen Hinweis bekommen. Das Ablaufdatum zu beachten. Da ist mir schon der Erste durch die Lappen gegangen. Wenn ich mehrere Fehltritte habe, werde ich auch bestraft und mir werden Lohnkosten abgezogen. Also
nicht Lohnkosten, sondern der Lohn wird mir gekürzt. So wäre es korrekt. Wenn mir Lohnkosten abgezogen werden würden, wäre es vermutlich nicht mal so störend. Du siehst doch auch gut aus. Hallo? Hier wird nicht reklamiert. Sei dankbar. Ja, so kann es an den Grenzbehörden zugehen. Du siehst soweit auch. Was? Impo? Ja. Vermutlich gibt es irgendwo ein Reich oder eine Ausstellungsbehörde, die es eigentlich so nicht gibt. Ich werde auch noch ermahnt, aber das kann ich im Moment noch schlecht überprüfen. Also ich könnte schon, aber es kostet mich halt zu viel Zeit. Hier wird geflirtet mit dir. Mir, das ist natürlich eher ablenkend. Und zwar von diesem Stripclub. Das sind so kleine Zwischenereignisse, die aber mehr als Ablenkung dienen. Na, was hast du? Nee, da sehen wir zum Beispiel ein Problem. Der wird als weiblich angezeigt. Er selber sieht aber eher männlich aus. Das heißt, wir fragen jetzt mal nach. Wenn das korrekt ist, dann glaube ich dir das nicht. Den schicken wir zurück. Das kann ja nicht wahr sein. Uns mit so einfachen Mitteln zu überlisten, klappt nicht. Hier oben sehen wir jetzt ein Ereignis, das ausgelöst wird. Terroranschlag auf unsere Grenze. Und damit ist der Tag vorbei. Und dementsprechend konnte ich auch nicht vollkommen die Einnahmen generieren, die wir brauchen für unseren Lebensunterhalt. Das heißt, jetzt komplett meine Ersparnisse weg. Und es wird schon viel knapper. Leider auch entsprechend sind die Zeitungen jetzt. Terroristen haben unsere Grenze eben attackiert. More guards, more security. Also, unsere Bestimmungen werden schon härter. Wir sind auch mehr Wachen. Dementsprechend ist auch die Gesetzgebung schon härter. Und zwar sehen wir jetzt im Basic Rules. Sie brauchen ein Passport und ein Entry-Ticket jetzt schon. Ausländer können ohne Entry-Ticket nicht mehr rein. So sieht das Entry-Ticket aus. Das sieht auch gut aus. Wir glauben dir das. Next. Also, ihr merkt es vielleicht, ich überfliege sie wirklich nur generell im Moment, weil es halt voran vom Problem her ach, jetzt fängt das wieder an. Ich frage jetzt natürlich nach, ob sie nicht ein Entry-Ticket hat. Kostet mich alles Zeit. Ach, und für dieses Entry-Ticket, leider, geht es ja schon los. Wenn ich den Pass einfach so jetzt abgestempelt hätte von ihr, wo sie das Entry-Ticket hat, hätte ich natürlich wieder ein Penalty ausgelöst. Das sieht soweit halbwegs gut aus. Ich glaube dir das. Komm. Keine Zeit für dich. Schön, dass du mich nochmal einlädst. Der Stripclub scheint ja zu rentieren. Das Spiel selber macht durchaus Spaß, weil es fördert ein bisschen das Gefühl dafür. Moment mal. Nee, natürlich nicht. Tut mir leid. Und zwar ist es relativ einfach. Das miteinander funktioniert nicht. Es macht durchaus Spaß, denn es fördert viele Dinge. Das schnelle Auge kostet Aufmerksamkeit. Die Gespräche hier lauschen wir ja auch ein bisschen. Und es fördert vielleicht auch ein wenig das Verständnis für Grenzbeamte, wenn man es so sagen möchte. Es ist nämlich gar nicht so einfach, das alles hier
in so kurzer Zeit auf einen Blick zu kontrollieren und trotzdem die Schlange am Laufen zu lassen? Und ich bin überzeugt, bei dem habe ich einen Fehler gemacht. Na klar. Mein erster Grenzübertritt, der nicht in Ordnung war. Das sind Zufallsereignisse. Ach, der zweite schon. Jetzt wird's schlimm. Ach nein, das Geschlecht nicht angeschaut. Jetzt kommt der Lustige her. Es gibt auch Ereignisse, die längere Zeit sich über mehrere Tage hinziehen. Der hier zum Beispiel ist so einer. Der hat leider keinen Pass. Den kann ich nicht rüberlassen. Und er wird wiederkommen. Versprochen. Das glaube ich auf den ersten Blick so. Nee, das kann. Doch. Kann so sein. Es ist nebenbei sehr anstrengend zu moderieren und gleichzeitig natürlich alle Daten hier zu überprüfen. Also es ist gar nicht so einfach. Wir haben hier wieder das klassische Problem. Ist ja kein Entry-Ticket. Und hier stimmt das Datum. Das stimmt auch. Vermutlich stimmt der Ausstellungsort nicht. Aber für das habe ich jetzt keine Zeit. Wir sind bei 10. Das könnte funktionieren. Das sieht auch alles gut aus und so weit. Ich glaube dir das. Du siehst so vertrauensvoll aus. Nein! Ich wusste doch. Jetzt habe ich schon die erste Strafe bekommen. Mir wurden wieder 5 Dollar vom Lohn abgezogen. Der ja eh schon knapp ist. Und das alles nur, weil ich nicht alle Städte auswendig weiß. Mit der Zeit gewöhnt man sich vermutlich daran. Und kann die Städte dann wirklich alle benennen. Aber am Anfang ist es völlig überfordernd. Und bei dir ist wieder... Okay. Das sieht eigentlich auch gut aus. Nee, sieht's nicht gut aus. Tut mir leid. Hätte ich jetzt fast wieder übersehen. Nee, da ist ganz sicher kein Tippfehler dabei. Und wenn, dann erledige das beim Passbüro bitte. Und nicht bei mir. Ich kann mir es nicht mehr erlauben, dich rüberzulassen. Hier sieht es im Gegenteil schon besser aus. Du darfst. Du bist ja ein Einwohner von uns selber. Und wir haben auch schon bald den dritten Tag erreicht. Du siehst ähnlich aus. Das Datum stimmt auch. Ramos. Ja, wir können es jetzt nochmal nachschauen. Wir könnten jetzt, weil die Zeit eh nicht abläuft, ich keine Zeit habe, können wir mal nachschauen. Wir würden jetzt zum Beispiel hier, ist ja der von den United Federations, können wir hier nachschlagen und sehen wir, das ist tatsächlich die gleiche Stadt. Das Ticket ist auch in Ordnung, dementsprechend können wir ihn durchlassen. Und haben wieder einen Tag überstanden. Haben sogar so gut gearbeitet, dass es für die Rente, das Essen und die Heizung reicht. Dementsprechend sind alle in der Familie gesund. Niemand krankt im Moment. Das Problem ist jetzt aber natürlich durch die Grenzöffnung explodiert der Schwarzmarkt. Weil der Schwarzmarkt explodiert, hat sich unsere Regierung natürlich überlegt, wieder die Grenzkontrollen zu verschärfen. Ach, und wer darf's ausbaden? Na, wer wohl? Ich? Jetzt ist es so, dass sogar unsere eigenen Einwohner schon eine ID-Karte vorweisen müssen. Und Ausländer brauchen immer noch
Eintrittstickets. Also jetzt müssen wir schon genauer kontrollieren. Die Ferrari Hanna sagt, sie wird 3 Monate bleiben. Das stimmt hier. Das stimmt vermutlich auch. Das könnte auch stimmen. Hier sehe ich gerade im Moment kein Problem. Der Stempel sieht auch soweit in Ordnung aus. Next. Also ihr merkt, es zieht an. Es zieht an. Es wird irgendwie schwieriger, alles mit einem Blick zu kontrollieren. Sie kommt zwecks Immigration zu uns. Das sieht alles gut aus. Wir glauben dir das? Nein, der Stempel hat nicht gestimmt, oder? Glück gehabt. Ich habe gerade in letzter Sekunde noch gedacht, das Stempel stimmt nicht. Da war es aber schon weg. Und dich können wir leider nicht mehr überlassen. Und hier haben wir schon die erste Dame, die nicht mitbekommen hat, dass leider die Regeln sich geändert haben. Und sie hat natürlich von irgendjemandem ein Ticket gekauft, das eben leider nicht mehr gültig ist. Jetzt wollen wir mal beim Markus schauen. Nowotny, der will ein Jahr bleiben zur Arbeit. Es sieht alles gut aus, aber was nicht gut aussieht, ist das hier. Ist eigentlich traurig. Er will eigentlich nur zur Arbeit kommen. Hat alles ausgefüllt und kann dann doch nicht rein. Und so wurden früher und auch heute noch die Grenzkontrollen gehandhabt. Wir können uns ja keine Ausnahmen erlauben. Das sieht auch alles auf den ersten Blick gut aus. Nee, sieht's nicht aus. Mist. Traurig. Sie hat mit dem Sohn abgemacht und weil das abgelaufen ist, werden wir jetzt verflucht. Ja, das ist ja sympathisch. Wir können doch eigentlich relativ wenig dafür. Wie lange bleibt sie? 90 Tage, das stimmt. Russo, Chloe, das stimmt auch. Das ist auch okay. Das sieht alles gut aus. Komm. Viel Spaß. Danke für den Besuch. Das Spiel hat nebenbei Greenlight, Steam Greenlight, jetzt die Zeit bestanden. Also man kann es zukünftig vermutlich kaufen. Hier wird behauptet, er hätte 2 Namen. Das glaube ich dir nicht. Und der hat auch keine bekannten Aliases. Du lügst mich doch schamlos an. Na komm. Ich muss nicht mal die Fingerprints vergleichen, denn das kann nicht das gleiche sein. Wenn er keine bekannten Aliases hat, werde ich wirklich hier schamlos angelogen. Also bei Steam erhältlich. Im Moment ist es in der in was muss ich denn hier schon wieder machen? Ach komm, egal. Einfach ablehnen. Das ist ein selber gemachter Pass. Befindet sich in der Beta. Das heißt, ihr könnt dieses Spiel downloaden. Ich habe die Beta-Version hier. Und spiele mit euch gerade die Beta. Und ich kann es durchaus empfehlen. Es ist spannend, wie 1,65 stimmt hier zum Beispiel schon mal nicht. Okay. Also ladet euch die Beta runter.
Fingerabdrücke stimmen nicht. Du hast doch... Du willst dich doch einfach nur einschleichen. Ladet euch die Beta runter, versucht das Spiel selber. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist vielleicht ein bisschen ein komisches Spielgefühl am Anfang. Denn, wie beschrieben. Okay, sehen die tatsächlich gleich aus? Wollte ich gerade sagen. Was ich mir hier ausreden anhören muss. Okay. Weg mit euch. Dann glaube ich dir das. 70 Kilo kann auch stimmen. Versucht es selber. Es ist nicht so ganz einfach, wie es sich ansieht. Vor allem mit diesem Zeitgefühl im Hintergrund. Und es wird auch wirklich, dadurch wird die Spannung generiert. Ihr seid hier im ständigen Zeitdruck, wollt natürlich keine Fehler machen. Und müsst aber trotzdem in dieser kurzen Zeit möglichst genau arbeiten. Denn die Familie erwartet ja auch eure Hilfe. Ihr seid der einzige Ernährer der Familie. Und wenn ihr nicht sauber arbeitet, dann ist leider das ganze Familiengefüge gefährdet. Das sieht auch alles gut aus. Glaubt ihr das? Und wir haben 12 Stück gehabt. In einem Tag. Konnten unsere Ersparnisse ein bisschen aufbessern. Aber ihr merkt es. Ich habe heute 11 Stück abgefertigt. Und mache gerade mal 5 plus. Jetzt kommt so ein zusätzliches Ereignis. Diese Vince Lestrade. Also Vince Lestrade ist auf der Flucht. Und scheint dem Mord verdächtig zu sein. Das heißt, den merken wir uns jetzt natürlich auch. Was ein bisschen schwierig ist. Das heißt, hier brauchen wir jetzt den Vince Lestrade. Hier brauchen wir die Basic Rules. Was denn heute alles zählt. Und legen los. Bleib du bitte hier. Transit. 2 Wochen, das stimmt alles. Das sieht alles gut aus. Was nicht gut aussieht, ist... hallo, hier. Das stimmt nicht miteinander überein. Das kann es ja nicht sein. Zurückgewiesen und an die Beamten. Wer das illegal versucht, so über die Grenze zu kommen, den kann ich nicht durchlassen. Hier können wir auch schon einschreiten, denn wo ist denn bitte der Pass? Und das kostet uns eben alles Zeit. Das sieht soweit gut aus. Jawohl, vermutlich stimmt. Jetzt habe ich den Text nicht gelauscht. Ich hoffe, das stimmt, was die mir erzählt hat. Es scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Glück gehabt. Da will auch ein Transit. Jetzt haben wir den Lestrade. Das heißt, jetzt nehmen wir das hier. Wir können ihn jetzt durchlassen, oder wir melden ihn an die Behörde natürlich.
Wir können ja nicht einen Mörder oder einen Mordverdächtigen in unser Land lassen. Das darf ja auch nicht wahr sein. Man muss unglaublich aufpassen, was hier alles verlangt wird von einem. Das sieht gut aus. Vermutlich stimmt das Land nicht. Nee, das, ich glaube, das gibt es sogar. Aber hier, Vesquilo District könnte falsch sein. Aber die Zeit fehlt mir jetzt, das nachzuschlagen. Ich hoffe einfach, das stimmt. Und hier wird schon reklamiert. Also die möchte eigentlich gar nicht durch. Und das ist auch so eine typische Entscheidung. Wir können sie ja nicht einfach abweisen, nur weil es ihr nicht in unserem Land gefällt. Sie will ja nur durchreisen. Dementsprechend müssen wir sie leider durchlassen, obwohl sie nicht wirklich glücklich ist damit. Als Grenzbeamter muss man sich ja einiges anhören. Aber nur weil jemandem die Nase nicht passt, kann man ihn ja nicht abweisen. 8 Wochen stimmt auch, das stimmt auch, das sieht alles gut aus. Dann sei willkommen. Ich weiß, irgendwas stimmt nicht mit dir, aber ich kann es nicht beweisen. Also ich kann schon, aber ich habe es nicht gefunden. Nee, scheint alles in Ordnung gewesen zu sein. Manchmal bin ich erstaunt, dass wirklich alles klappt. Das sieht eigentlich auch gut aus. 1,64 Kilo. Ja, ich glaube das mal. Bis jetzt ist das Tagessoll noch nicht durch und noch kein Fehltritt. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt lenkt er uns natürlich ab und erzählt davon eben Tyrannei. Er flieht Tyrannei und hofft eigentlich in unserem Land besser aufgehoben zu sein. Ich glaube dem. Und jetzt kommt eine schlimme Entscheidung. Please be kind to my wife. Also er kann einreisen, jetzt kommt die Frau hinter ihm. Und was hat sie nicht? Sie fragt natürlich nach dem Mann und sie hat kein Einreisevisum. Und hier wird natürlich gesagt, sie bekam keins und sie wird getötet, wenn sie wieder einreist. Jetzt könnten wir sie natürlich zurückweisen. Oder ihr das Glauben, eine Ehe retten. Oder ein Schicksal. Jetzt bekomme ich natürlich logischerweise eine Verwarnung. Habe aber diese kleine Münze bekommen. Als Dank, dass ich sie durchgelassen habe. Das sind so Entscheidungen, die ihr für euch fällen müsst. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es ist halt, ja, eine moralische tiefe Entscheidung. Und ich habe ihr jetzt einfach geglaubt. Wenn wir sie zurückgeschickt hätten, wäre sie vermutlich umgebracht worden. Wäre sie vermutlich umgebracht worden. Was hier ganz sicher nicht stimmen kann, ist mit 1,52. Das kann ja niemals stimmen. In der Zwischenzeit, während das kommt, können wir kurz den Rest kontrollieren. Okay, das scheint tatsächlich zu stimmen. Willkommen mit der Wachstumsphase. Hä? Aber etwas anderes hat nicht gestimmt. Was? Da wurde doch gesagt, no disc. Ich hab's nicht richtig angeschaut. Und so schnell geht's. Also nochmal.
Wir haben akute Terrorgefahr. Und auch diesen Tag haben wir überstanden. Haben hier die kleine Münze erhalten. Und haben sogar so gut gearbeitet, dass wir sogar noch 25 Dollar Reserve in der Zwischenaufbahn konnten. Also ihr merkt, um was es hier geht. Jetzt wird es noch schlimmer. Aufgrund dessen, dass wir die Grenzkontrollen gelockert haben und Ausländer reinlassen, ist natürlich jetzt die Arbeitslosenquote gestiegen und es finden mehr Kämpfe um die Jobs statt. Und Vince Lestrade, den wir abgewiesen haben, scheint tatsächlich schuldig zu sein. Jetzt sind wir beim 28. November angelangt. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass das Regelwerk noch verschärft wurde. Also jetzt müssen Workers, also Angestellte bzw. Arbeiter müssen jetzt drei Dokumente vorweisen, die natürlich alle drei falsch sein können. Da bleibt ein halbes Jahr, das stimmt auch. Der Name stimmt auch. Das ist alles gültig, gültig, gültig. Ich glaube, das. Was nicht stimmen kann oder nicht stimmen muss, ist der Stempel. Den habe ich jetzt aber nur überflogen und da müsste eigentlich stimmen. Also oben der Arbeitsstempel kann natürlich auch falsch sein. Hier kann ja eigentlich alles falsch sein. Jetzt kommt wieder der Schriftklapp. Das ist die Dima Semyonov. Das stimmt alles auch. Das sieht auch alles gut aus. Datumstechnisch ist auch alles in Ordnung. Ich glaube das. Und jetzt kommt schon das nächste Problem. Dani Ludlum müssen wir uns merken. Sie vertraut ihm nicht. Und sie erwartet eigentlich, dass sie und ihre Schwester der Prostitution zugewiesen wird. Der kommt als Immigrant, dementsprechend braucht er ja keine Arbeitserlaubnis. Das sieht auch alles... Nee, das sieht nicht in Ordnung aus, mein Lieber. Das hört sich nur ähnlich an. Also ist aber nicht ähnlich. Mhm. Muss ich eigentlich gar nicht weiterschauen. Du hast keine Alias-Namen. Ein guter Versuch, aber nicht so eine gute Fälschung. Der weist mir jetzt wieder keine ID-Karte zu. Was? Ach, okay, logisch. Entschuldigung. Du bist ja Collegia. Kostet mich natürlich auch wieder unglaublich Zeit, wobei es mir jetzt mein Fehler war und weniger sein. Das ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ja, ich glaube dir das. Noch haben wir keinen Fehler, aber jetzt kommt er vermutlich. Nee, das haben wir auch überstanden. Ach, der hier. Eben, jetzt kommt die Wiederholung wieder. Und jetzt haben wir das Problem. Jetzt hat er natürlich keine ID. Nee, jetzt hat er keine... Entschuldigung. Jetzt hat er kein Visum. Tut mir leid. Dieses Mal auch nicht. Die Anforderungen, die ziehen später noch mehr an. Ihr merkt das selber ein bisschen, was jetzt alles schon falsch sein kann. Und es wird so weitergehen, das wird immer wie schlimmer. Gleichzeitig bekommt ihr aber ein Gefühl dafür, was hier alles nicht stimmen kann. Euch fallen vermutlich dann Sachen viel schneller ins Auge.
Okay, das stimmt sogar. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Eigentlich noch nie. Das heißt, du darfst tatsächlich hier rein. Das war alles korrekt. Wenn ich den jetzt abgewiesen hätte ohne Fingerprints, hätte ich natürlich auch wieder einen Fehler gemacht. Und der Ludlum Darian, das ist ja der hier. Und als Zuhälter wollen wir den nicht in unserem Land haben. Transit, 2 Tage, das stimmt alles. Johnson Shaw, das stimmt auch. Das stimmt auch. Das scheint alles gut zu sein. Was leider nicht gut ist, ist das Datum. Tut mir leid. In dem Sinne, nächstes Mal wieder. Es ist anstrengend. Glaubt mir das, hier alles wirklich immer zu sehen und alles zu lauschen und nach Möglichkeit alles korrekt zu handhaben. Also wir könnten jetzt noch das vergleichen miteinander, aber das sieht ja eigentlich relativ ähnlich aus eben. Was vermutlich nicht stimmt, war der Stempel. Aber nee, hat auch geklappt. Jetzt sind es noch 1,5 Stunden, die ich durchhalten muss. Selbst dieses Gefühl stimmt sogar. Was? Couple of weeks? Ja gut, das könnte hinhauen. Trotzdem, dass die Papiere in Ordnung waren, findet ein Bombenattentat statt. Ein Terroranschlag. Ich bin aber eigentlich unschuldig daran. Das Krasse ist natürlich, dadurch konnte ich jetzt auch nicht so viel Geld einnehmen, wie die Kosten waren. Und natürlich nicht nur das, sondern... Ach, jetzt werden natürlich die Grenzbestimmungen wieder angezogen. Dafür sind wir mal positiv in der Zeitung erwähnt. Wir selber sind auf und ab hier. Und wir sehen's. Jetzt gibt es einen Scanner sogar. Das heißt, wir müssen jetzt alle eigenen Einwohner untersuchen. Wir müssen jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Regeln befolgen. Und das zieht weiter an. Also, jetzt haben wir hier Visiting, das stimmt. 14 Tage nehme ich an. Wilson, Mann, stimmt auch. Das ist auch alles in Ordnung. Das scheint alles gut zu sein. Das stimmt auch. Und dementsprechend. Hallo. Bleiben wir das. Also es. Ich wollte gerade sagen. Nein, habe ich gar nicht beachtet. Es war ja ein eigener. Und schon geht's los. Two months, stimmt auch. Johann. Sind William, das stimmt auch. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ach, bitte, nimm es doch. Okay, muss ich gar nicht weiterschauen. Ein kleiner Schreibfehler leider. Das fällt doch auf. Und das kostet mich wieder Zeit. Ist das. Jetzt weiß ich selber nicht mehr. Das scheint aber alles in Ordnung zu sein. Nee, ist es nicht. Wieder nicht.
Na komm. Auch das klappt nicht. So leicht lasse ich mich auch nicht überlisten. Aber jetzt sage ich so großartig und habe aber schon eine reingelassen, die nicht rein hätte dürfen. Das sieht schon besser aus. 1,74 kann auch stimmen. 66 Kilo stimmt auch. Was aber nicht stimmt, ist das Geschlecht. Jetzt können wir die natürlich untersuchen lassen. Wir haben jetzt einen Bodyscanner, der eigentlich dafür gedacht wäre, Waffen zu haben. Aber wir können den auch benutzen für Fotos. Und ist es ein Mann? Das ist ein Mann. Die Hormonbehandlung hat eingeschlagen. In dem Sinne, wenn wir sie jetzt einfach so abgewiesen, also ihn, Entschuldigung, ihn, wenn wir ihn jetzt einfach so abgewiesen hätten, dann hätten wir natürlich auch einen Fehler gemacht in der Behandlung. Und dementsprechend wäre das auch negativ gewesen für uns. Das Geburtsdatum stimmt bei beiden, das Ablaufdatum ist auch okay. Dann glauben wir dir das. Och, hat geklappt. Meier. 14 Tage stimmt auch, Transit stimmt auch, die beiden Sachen stimmen auch wieder überein. Was nicht ganz stimmt, ist das Foto. Auch du musst deine Fingerabdrücke hinterlassen. Okay, dann würde ich sagen, das scheint alles gut zu sein. Das muss klappen. Meine Familie braucht zu essen und zu trinken. Also man fühlt sich hier wirklich regelrecht gestresst. Couple of weeks, Transit, das stimmt auch. Aber was natürlich jetzt ein Problem ist, ist... Währenddessen er jetzt untersucht, also durchsucht wird, können wir das hier genauer ansehen, ob da irgendwo ein Fehler ist. Nee, Fehler hat es offensichtlich keine. Vorne ist er gut und hinten hat er ein Problem. Das war ja zu erwarten. Und er würde uns Geld geben und uns bestechen wollen. Damit wir ihn durchlassen. Könnte ich jetzt natürlich eingehen, 5 Dollar einnehmen, würde aber logischerweise gleichzeitig eine Strafe riskieren. Und wir sind ja ehrliche Arbeiter. Ehrliche Angestellte. Das sieht alles gut aus. Das sieht auch gut aus. Ich übersehe sicher irgendwas, aber ich übersehe, ich weiß, was ich übersehe. Das Schlimme ist ja tatsächlich, wir müssen wirklich jeden durchsuchen. Und das ist ja eigentlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Das sieht gut aus. Nee, das ist alles in Ordnung. Tut mir leid für unsere strikte Anweisung, hier jeden zu durchsuchen. Es ist kein Zuckerschlecken. Also hier haben wir auch wieder das gleiche Problem. Selbst diese ältere Dame müssen wir durchsuchen. Währenddessen kann ich ja mal kurz alles gegenkontrollieren. Das sieht alles gut aus.
Und trotz dem Alter versucht sie uns zu bescheißen. Das kann ja nicht wahr sein. Versucht sie doch tatsächlich Waffen hereinzuschmuggeln und der Tag ist auch vorbei. Anstrengend, anstrengend. Ja. Alles zu bewerkstelligen, denn wir sehen es, trotz dessen, dass ich korrekt gearbeitet habe, wirklich mir Mühe gegeben habe, schnell war, sind die Ersparnisse schon wieder weg. Und es wird natürlich reklamiert, dass die Menschenrechte nicht für alle gleich sind und ja gewisse Volksgruppen unterdrücken. Deshalb brauchen wir die Qualizienz nicht mehr untersuchen. Und es wird gesagt, dass Ortsdokumente vermehrt gefälscht werden. Also da müsste ich ein Auge drauf halten. Dementsprechend versuchen wir das dieses Mal noch durchzuhalten. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Demo für euch. Ich wollte euch ja nur einen ersten Eindruck geben. Und der war ja eigentlich lange genug, um so einen ersten Blick zu haben. Ich kann dieses Spiel nur wärmstens empfehlen. Mir macht es Spaß, voran auch, eben, es ist ein gewisser erzieherischer Faktor dabei. Man bekommt ein bisschen Verständnis dafür, warum es Grenzkontrollen gibt, warum die manchmal so lange gehen und so ausführlich sind. Es ist, obwohl es eben eher ein beschwerliches Spiel ist, von der Thematik her, aber durchaus spannend. Und macht auch Spaß. Auch wenn die Mechanik eher simpel ist. Aber ihr werdet geschult, ein Auge auf alles zu haben, was euch durchaus im wahren Leben auch weiterbringen kann. Das Kurzzeitgedächtnis wird sicher auch gefördert. In dem Sinne, es ist eine Demo. Kostet euch nichts, das auszuprobieren. Ich würde es euch empfehlen. Habt viel Spaß dabei. Und vergesst nicht, den Pass mitzubringen. Und die ID-Karte, Arbeitserlaubnis, was ihr auch immer alles braucht. Vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht auf bald wieder.